Hallo Leute, herzlich willkommen zur Filmbewertung von dem Film Firestarter. In Firestarter geht es um ein Pärchen, um Andy McGee, gespielt von Zac Efron, und von seiner Frau Victoria McGee, gespielt von Sydney Lemon, die beide durch ein Experiment in ihrer Collegezeit ein Serum gespritzt bekommen haben, durch das sie übernatürliche Fähigkeiten bekommen. Und zwar bekommt Andy McGee die Fähigkeit der Telepathie und seine Frau Victoria bekommt die Fähigkeiten der Telekinese. Und diese beiden bekommen ein Kind, nämlich das Kind Charlie, gespielt von Ryan Kira Armstrong. Und dieses Kind hat die Fähigkeit, immer wenn sie wütend wird, Angst hat oder so, fängt alles um sie rum an zu brennen. Und diese Familie versucht sich auch so bedeckt wie möglich zu halten, um nicht von den Behörden irgendwie aufgegriffen zu werden. Aber durch einen Zwischenfall sind die Behörden auf sie aufmerksam geworden und schicken auch jemanden, der auch diese telepathischen Fähigkeiten hat, um diese Familie einzufangen. Soweit die Handlung. Positives ist es an dem Film zu sagen, die Atmosphäre ist gut, die Schauspieler sind gut, die Leistung der Schauspieler ist gut und soweit ist der Film eigentlich auch in Ordnung. Die Betonung liegt leider auf eigentlich. Kommen wir zu den Negativpunkten. Der Film hat ein recht langsames Erzähltempo, wobei der Film auch nur 94 Minuten geht. Also langsames Erzähltempo und ein kurzer Film ist keine gute Kombination für diesen Film. Denn wenn es dann hinterher mal zur Action kommt, ist der Film irgendwie dann auch schon relativ schnell vorbei. Was nicht unbedingt toll ist. Des Weiteren gibt es bei diesem Film eine einzige Szene, die den Film für mich komplett zerstört hat. Komplett. Ich kann ja mal, wenn das Video veröffentlicht wurde, mal unten in der Beschreibung mal groß Spoiler schreiben als Kommentar und kann euch dann mal sagen, welche Szene ich da meine. Vielleicht fällt sie dem einen oder anderen gar nicht so extrem auf, aber mich hat diese Szene komplett aus dem Film gerissen. Also das war eigentlich schade, weil der Film eigentlich gar nicht so schlecht war bis dato, bis zu dieser Szene. Die Charaktere haben mir gut gefallen, wie gesagt, die Schauspieler haben das auch alles wirklich super gemacht und alles, aber boah, dann kam diese eine Szene, ey. Und dann war komplett für mich vorbei. Es war komplett vorbei. Den Film konnte auch der Showdown und alles auch nicht mehr retten. Es war einfach grauenhaft. Also, wie gesagt, vielleicht fällt euch diese Szene ja gar nicht auf, wenn ihr euch den Film anguckt, aber es war übel für mich. Es war richtig, richtig übel. Ja, somit muss ich leider diesem Film nur 2 Totenköpfe geben. Weil diese Szene komplett den Film für mich gekillt hat. Ich gebe die 2 Totenköpfe auch nur, weil die Schauspieler und das alles super war bis zu dieser Szene. Sonst würde ich es vielleicht sogar noch weniger geben. Aber okay, ist halt so, wie es ist. Der Film ist halt so, wie er ist. Hat Potenzial, hat wirklich gute Sachen, gute Momente und so. Und dann fällt alles auf einmal in sich zusammen. Zumindest für mich persönlich, wie ihr das seht, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber mich hat es extrem gestört. Das war die Filmbewertung für diese Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.